Das hier will der Chef des Landesbetriebs für Hochwasserschutz auch unbedingt mal machen. Die Seilbahn über das Tal an der Rappode-Talsperre ist nach Trinkwasserversorgung und Hochwasserschutz als touristisches Highlight das Sahnehäubchen auf seiner Talsperre, findet Burkhard Henning. Das war immer schon ein Magnet für Besucher, aber mit der Ansiedlung von Hasrenalin hat sich das natürlich potenziert. Und das ist doch toll, weil einfach das ist eine technische Anlage. Die touristischen Sachen sind technisch, Technik zu Technik, sage ich immer. Wir haben keine großen Eingriffe in den Naturhaushalt. Und ich muss ganz offen zugeben, dass wir da stolz drauf sind. Überlegungen zum Bau einer Talsperre gab es schon in den 30ern. Erste Arbeiten begannen während des Zweiten Weltkriegs. Doch erst nach dem Krieg wurde das ehrgeizige Jahrhundertprojekt umgesetzt. In Zeiten von Kriegsschäden, Aufbau und gleichzeitigen Reparationen eine enorme Leistung. Von 1952 bis 1959 waren hier 1200 Arbeiter tätig. 860.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut am Großbau des Sozialismus, wie das damals genannt wurde. Und er steht immer noch. Bärbel Weigelt, 81 Jahre alt und sowas wie die allererste Chefsekretärin des damaligen Oberbauleiters, war einer der Ehrengäste bei der Festveranstaltung heute in Hasselfelde. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, wenn man zur Luftseite runterguckte auf der Talsperre, da war ja alles noch Baustelleneinrichtung. Konnte ich mir und auch die Leute, die man so im Gespräch dann gehört hat, gar nicht vorstellen, dass da mal irgendwann ein Stausee sein sollte von Wendefurt her, ja, dieser Rückstau. Es waren noch Baubuden und Bretter und wie das so ist, nach ganz fertig war ja alles noch nicht. Überschätzen kann man das Bauwerk und seine Bedeutung kaum. Mehr als die Hälfte der Sachsen-Anhalter, rund 1,2 Millionen Einwohner, werden von hier mit Trinkwasser versorgt. Genauso unverzichtbar ist auch die Funktion als Hochwasserschutz, sagt Burkhard Henning. Wir haben die Erinnerung noch an den Jahreswechsel 23 zu 24. Und da war auch dieses System sehr stark betroffen. Das haben die Unterlieger gar nicht so wahrgenommen, aber es war so. Ne? Da hat man mehr auf die Helme geguckt. Aber dieses System hat die Menschen unterliegend vor großen Schäden bewahrt. Die Rappode-Talsperre, Herzstück des Talsperrensystems im Ostharz, ingenieurstechnisch eine Meisterleistung. Spezielle Fugen der 2 Millionen Tonnen schweren Mauer wirken der Rissbildung entgegen. Bei bis zu 113 Millionen Kubikmetern Wasser ist das auch nötig. Und auch ohne DDR-Emblem gilt heute wie damals Anerkennung und Dank den Erbauern.